Liebe Sturm der Liebe Zuschauer, Weihnachten steht schon wieder vor der Tür und diesmal habe ich etwas mitgebracht, und zwar ein Fotoalbum von früher. Und da möchte ich euch mal zeigen, wie ich vor, naja, sind es 20, sind es 30 oder bald vor 40 Jahren aussah, wie wir zu Hause gefeiert haben, natürlich schön mit einem Christbaum. Die Mama hat die Tür schon 3 Tage vorher zugemacht, dann hat sie die Krippe aufgebaut und wir sind immer vor den Türen draußen rumgelaufen, ganz aufgeregt, was gibt es wohl diesmal zu Weihnachten. Dann, auf den Bildern habe ich noch nicht Klavier gespielt, das war erst so 4, 5 Jahre später, wurde etwas zusammen musiziert, gesungen und dann gab es natürlich damals das Allertollste, nämlich die Geschenke. Ich muss es ja gestehen, man wartet ja als Kind einfach drauf. Und hier habe ich meine tolle Puppe Mareike bekommen. Mit einem Kinderwagen, in dem ich auch irgendwann Hunde und Katzen umhergeschoben habe. Nicht mehr nur meine Puppen, als ich dann größer war. Und das eine Bild hier, das zeigt meinen Papa und meine Schwester. Und einen Adventskranz. Und diesen Adventskranz, den habe ich heiß und innig geliebt. Auch noch viele, viele Jahre später wollte ich an Weihnachten immer diesen Adventskranz aufstellen, denn mein Papa ist dann auch, als ich 15 war, gestorben, aber was blieb, war dieser Adventskranz. Und so ist das ja manchmal mit der Familie, dass man doch die Menschen, die man sehr, sehr liebt, verliert und deshalb macht doch einfach mit mir eine Kerze an für all die Menschen, die vielleicht dieses Weihnachten nicht mehr mit uns feiern können oder die woanders sind, weit weg, aber an die wir trotzdem denken, weil sie ganz, ganz tief in unseren Herzen sind. Also, ich wünsche euch frohe Weihnachten. Genießt die Zeit mit den Menschen, die ihr liebt. Bis dann. Tschüss.